Marco Sörensen, der direkt hinter ihm steht mit der Startnummer 17. Dazwischen noch Markus Pommer mit der 24, der immer besser zurechtkommt, neu im Team Joe Zeller Racing. Dann Van Asseldonk und dann Binder mit der 25. Also, da sind sie zurückgekommen. Last but not least, Nikolai Marzenko, der ans Ende des Feldes gesetzt wurde, weil er die Schikane des Öfteren ausgelassen hat. Grünes Tuch am Ende des Feldes geschwenkt. Wir warten auf die rote Ampel und dann geht's los für 30 spannende Minuten. Jetzt ist die Ampel geschaltet, jetzt ist sie aus und guter Start von Blomqvist. Stanaway muss sich wohl anstellen. Ich glaube, Stanaway wird als Zweiter nur nach unten einbiegen können. Da schert er aber schon aus. Nein, Blomqvist bei vorne. Blomqvist ist vorne. Er biegt als Erster in diesen Linksbogen ein und Stanaway hat seine liebe Mühe, Marco Sörensen hinter sich zu lassen. Aber das schafft er nicht. Sörensen vorbei auf der Innenbahn in der nächsten Kurve. Also die Folge. Blomqvist, Sörensen, Stanaway. Da hat Richie Stanaway im Moment mal seinen Meister gefunden in Form von Marco Sörensen, der an die zweite Position vorgefahren ist. Er ist ja direkt hinter ihm gestartet und da war Stanaway im Dreck, wenn ich das richtig gesehen habe. Sörensen ist auf der zweiten Position. Stanaway nur Dritter. Damit ist Markus Pommer. Voor Tom Blomqvist, die gaat aan de leiding en dan in de buik van het peloton wordt er elke meter gestreden. En is het L&D die naar voren probeert te komen onder het startdoorheen. Fraai en al manoeuvre aan het medische center hier van Circuit Zolderijn. De eerste ronde binnen weinig ogenblik met aan de leiding Blomqvist de startdoorheen. Richie, was ist denn da passiert? Der Stanaway ist nur noch auf der fünften Position. Schauen Sie mal, wie weit der Blomqvist schon weg ist. Dann kommt Sörensen, dann von Asseldonk, dann Pommer und dann erst Richie Stanaway, der Führende dieses Championats. Er hat verloren in dieser ersten Runde und zwar gleich mal drei Plätze. Stanaway nur noch auf der fünften Position. Das wird den Neuseeländer ärgern. Da greift Bachler an. Bachler vorbei an René Binder. Also auch da wird gefightet in den um die Positionen. Wir reden da mal gerade über die Position. Und 7, da geht es hart zur Sache, zu zweit, zu dritt waren sie nebeneinander hier auf den 4 Kilometer langen Circuit in Zolder und sie machen wirklich hier die Musik, die Formel 3, die schnellste Serie an diesem Wochenende und vorne da fährt Tom Blomqvist auf und davon, er wird sich freuen, der Brite, er lacht sich kaputt, was hinter ihm passiert, denn je mehr die Jungs miteinander kämpfen, je mehr sie fighten, je schneller kann er sich an der Spitze absetzen. Tom Blomqvist mit der Startnummer 11, der Führende, der souverän Führende in diesem Lauf nach 27, noch 27 Minuten sind zu fahren. Eine Menge Holz, eine Menge Zeit. Und da bin ich mal gespannt, ob Tom Blomqvist, der Neuling in der Formel 3, ob er die Nerven behält und dieses Rennen unter Umständen für sich sogar entscheiden kann. Hij is nieuw in Formule 3 en heeft een voorsprong van al bijna 4 seconden bij de vorige doortocht hier en start de finish op het einde van de eerste ronde. De zesde positie en de binnenkomst van het Circuit 30, Nikolai Marzenko. En dan nu met een technisch probleem wel wellicht binnen de rust onder het startnummer 30. Ich bin mal gespannt, ob Hannes van Asseldonk diesem Druck standhält, denn er ist ja ein Rookie, ein Neuling in der Formel 3 und er war das ein oder andere Mal bereits neben der Strecke. Mal schauen, was passiert, wenn Markus Pommer mit der 24 Hannes van Asseldonk mit der 7 unter Druck setzt und vielleicht in einen Fehler treibt, während vorne Blomqvist mit der Startnummer 11 drei Sekunden schon enteilt ist, liegt dahinter noch alles eng zusammen, vor allen Dingen Sörensen, van Asseldonk, Pommer und Stanaway. Das sind die, dann kommt ein kleiner Abriss bis zur Startnummer 1, die gehört dann zu L&D, dem Israeli aus dem Team HS Engineering auf der sechsten Position. Da kommt Blomqvist schon wieder durch. Drei Sekunden waren es gerade. Jetzt sind es 3,1 Sekunden. Mühsam ernährt sich auch das Eichhörnchen in Zolder, so muss man sagen. Denn gerade hat er einen kleinen Vorsprung wieder rausgefahren. Jener Tom Blomqvist, der darauf hofft, dass er hier seinen ersten Formel-3-Sieg einfährt. Er hatte die Pole Position schon mal in Oschersleben. Er hat sie jetzt wieder in Zolder gehabt. Er war schon mal Achter. Ach Quatsch, Achter. Er hatte schon mal 8 Punkte. Heißt, er war Zweiter. Und er hatte auch schon mal 6 Punkte. Heißt, er war Dritter. Aber 10, die hatte er noch nicht. Die kann er hier holen. Nämlich
nämlich für einen Sieg, vielleicht im 10. Lauf zum ATS vom Reiter. Da moet je nog 25 minuten, dames en heren, aan de leiding blijven. Dus dat wel of Tom Lundqvist voor dan wellicht misschien een eerste overwinning in de ATS Formule Drive Cup. Eerste overwinning en dan deze tiende marge hier op Sint-Gezolder. Maar daarachter zit het toch bij elkaar met Zurensen, met Van Hasseldonk, de Nederlander, de Sacro 7 op de derde positie. Poma is vierde, de Sacro 24. Dan krijgen we Stanaway op de vijfde positie en Richie probeert opnieuw naar voren te komen. Richie Stanaway probeert aan te klampen bij de 24, bij Poma in het gewicht om de vierde en de vijfde positie. Leiders van de race komen hier aan ons voorbij. Deze start voor 11 gaat aan de leiding. Lundqvist, Tom Lundqvist, tweede positie voor Sørensen, de 17. Dan krijgen we 8 de 7 van Moment die 25 nog vorne. Sie gehört zum Rinnewinder Jeroen Mühl, der Niederländer aus dem Team van Amersfoort Racing. Er macht schon etwas Druck auf Rinnewinder, versucht auch diesen in einen Fehler zu treiben. Das ist ja die Taktik, denn überholen ist sehr, sehr schwierig in der Formel 3. Wenn man aus dem Windschatten ausschert, dann trifft einen die volle Wucht des Windes, dann wirkt die Aerodynamik, dann drückt sie einen auf die Straße. Das ist ganz, ganz schwierig zu überholen. Deshalb versucht man, den Vordermann möglichst in einen Fehler zu treiben, um einen Platz gut zu machen. Und das probiert im Moment Jeroen Mühl mit der Startnummer 6 im Blickwinkel von René Binder, der sicherlich die Spiegel im Auge behalten wird. Der Mann in dem gelben Auto mit der 25, der muss sich frei machen schon. Denn Jeroen Mühl, der versucht natürlich den Angriff. Und Richie Stenow. Achtung Fahrerlager, Achtung Fahrerlager. Erster Aufruf der ADAC Formel zum Rennen 3. Attention Paddock, Attention Paddock. First call of ADAC Formula for Race 3. Ja, die Piloten des ADAC Formel Masters, die sitzen am Fernsehschirm, denke ich mal. Sie schauen, was die Formel 3 Jungs machen. Beispielsweise jetzt der Angriff von Mühl auf René Binder. Nebeneinander über Start und Ziel fuhren sie. René Binder in dem gelben Auto, Jeroen Mühl im weißen Auto. Er versucht, vorbeizugehen am Österreicher. Und er hat es auch geschafft, so wie ich das aus dem Augenwinkel sehen konnte. Das weiße Auto vor dem gelben. Mühl mit der 6 vor der 25 vor René Binder. Und ich sagte es, die Jungs aus dem ADAC Formel Masters, sie werden vor dem Fernseher sitzen. Sie schauen auf diese Formel 3. Denn das ist die Klasse, in die sie aufsteigen wollen. Denn das ist der normale Weg, dass man aus dem ADAC Formel Masters aufsteigt in die Formel 3. So wie es Richie Stanaway vorgemacht hat. Derjenige, der im Moment an der 5. Position fuhr, gestern hier souverän gewonnen hat, mit über 13 Sekunden Vorsprung das Rennen gewonnen hat und heute auf der 5. Position fährt. Er war im vergangenen Jahr Meister des ADAC Formel Masters, fährt jetzt auf an der Tabellenspitze des ATS Formel 3 Cup. Das ist der Weg, den wollen sie alle gehen. Er is voldoende zo dadelijk, dames en heren. Derde race in ADAC Formel. Spektakel, troef, kon u volgen met Sven Berends en Sven Bauer. Heren vandaag en gisteren. Dat is een trapje beneden Formule 3. Want die jongens die kijken nu toe naar deze Formule 3 race. Dit is het stapje hoger in de eenzitterij. Met Blomqvist nog steeds aan de leiding. Met Sørensen op de tweede positie. Met Van Hasseldonk op de derde positie. Vorig jaar zit op die vijfde plek. Zit op die vijfde plaats. Vangen achter Pomme, die vierde is. En dan het gevecht tussen Jeroen Mühl. Mühl en Binda. Mühl voorbij gegaan aan Binda in de voorgaande ronde. Mooie inhaalmanoeuvre in de eerste linkse, de eerste bocht links hier op circuit Zolder. 3,2 seconden is het verschil tussen Blomqvist en Sørensen. De top 2, de 11 en de 17. Ob es denn wirklich daran liegt, dass Fritz van Amersfoort eines der wenigen Teams war, die hier in Zolder vor diesem Rennen getestet haben. Einen halben Tag war der niederländische Teamchef mit seinen drei Jungs, die ja allesamt Rookies sind in der Formel 3, hier in Zolder und hat die Strecke kennengelernt und hat den Jungs vor allen Dingen die Strecke gezeigt. Einen halben Tag haben sie hier getestet und sie liegen hier in guten Positionen. Vor allen Dingen, wer einen guten Job macht, ist Van Hasseldonk an diesem Wochenende der Dritte hier in diesem Rennen. Und auch Jeroen Mühl auf der 8. Position.
der gerade im Moment René Binder mit der 25 niedergerungen hat. Also die Jungs von Fritz van Amersfoort sind gut unterwegs, aber jemand, der klasse unterwegs ist, der sitzt im Auto mit der 11 und fährt gerade bei Start und Ziel vorbei. Der heißt Tom Blomqvist, der Sohn des Rallye-Champions Stig Blomqvist. Er fährt im Team Performance Racing einen Dallara Volkswagen und er fährt im Moment auf und davon. Seinem ersten Formel-3-Sieg, Fragezeichen, das wäre natürlich ein Riesenerfolg für den Neuling, der aus England kommt, also aus dem Team Performance Racing mit der Startnummer 11, der 17-Jährige, der als erstes in dieses Jahr zum ersten Mal im Formel-3-Cockpit sitzt und dessen Lieblingsstrecke Macau ist. Die kennt ihr wahrscheinlich aus irgendeiner kleineren Klasse, denn Macau, da findet ja das Weltfinale der Formel 3 in jedem Jahr im November statt. Eine spektakuläre Stadtpiste. Weit über 6 Kilometer geht es da ganz gefährlich zu, an Mauern vorbei. Ähnlich wie es früher hier in Zolder war. Aber mittlerweile ist diese Zolder-Strecke ja hervorragend ausgebaut. Und alle Formel 3-Fahrer sagen, die Strecke ist richtig klasse. Wir kommen gerne wieder im nächsten Jahr. Also die mögen diese Strecke hier. Schnell ist sie. Vor allen Dingen so schnell, dass wir hier bei Start und Ziel ständig Bewegung haben und oft den Fahrer mit der Startnummer 11 als Führenden sehen. Nämlich bislang 7 Runden hat Tom Blomqvist die Führung hier behaupten können. Und er versucht das natürlich in den letzten 18 Minuten noch zu machen, während jetzt gerade Richie Stanaway in argen Problemen war. Schwer im Griff durch die Schikane mit der Startnummer 5. Richie Stanaway tut sich in diesem 10. Lauf zum ATS Formel 3 Cup richtig schwer. Ja, blijft op die 5e positie, blijft achter Pommel gevangen. Richie Stanaway vooraan een voorsprong van 3,5 seconden tussen Blomqvist en Sørensen, de 11 aan de leiding, de 17 op de 2e positie. 3e positie voor Hannes van Hasseldonk, de Stack Pro 7 die uitkomt voor Frits van Amersfoort. Dan krijgen we Pommel, Stanaway, D en de 7e positie voor de 26 Baklo. Achter Bakla, Johan Mul, de Nederlander, de Stack Pro 6. Dan krijgen we Binda op de 9e positie, de 25. En de 10e positie voor de Stack Pro 14 voor Tony Halbig. Dat is de ranking, dames en heren, op 17 minuten en 20 seconden van het einde. Halbig, er beschließt die Top 10. Der Mann mit der Startnummer 14 aus dem Team Motorpark, geführt von Timo Rumpfgall. Das Team ist ja in Oschersleben direkt an der Rennstrecke beheimatet. Und Toni Halbig mit der 14 jetzt in der 10. Position. Dahinter, da wird der Champion, der amtierende Champion des ATS Formel 3 Cup. Er macht nochmal einen Gaststart in seiner Siegesserie, die er im vergangenen Jahr gewinnen konnte. Tom Dillmann mit der Startnummer 50 in der 11. Position. Das heißt, die 50 zeigt uns, das ist ein Profi-Auto. Das ist das Auto eines etwas älteren Jahrgangs. Tom Dillmann kommt damit hervorragend zurecht im Team Stromos Artline mit der Startnummer 50, der Franzose in der 11. Gesamtposition. Vor Yannick Mettler mit der 28 als 12-Platzierter und vor Philipp Sala-Quarda, dem Tschechen, der ja normalerweise in der Super League unterwegs ist. Auch er absolviert hier in Zolder in seiner alten Klasse, in seiner alten Formel 3-Klasse nochmal einen Gaststart. Philipp Sala-Quarda mit der Startnummer 18 in der 13. Position. Hinter ihm Antti Ramo mit der 33 in der 14. Position. Dann kommt Max Rabin mit der 54, der Russe. Er kommt aus Moskau. Er ist ja nicht nur Fahrer, sondern auch Teamchef. Und zwar von Nikolai Marzenko, der eben in die Boxen gebogen ist, der ja als letzter starten musste mit der Startnummer 30. Dazwischen noch Luca Giannacone mit der 55, er auf der 16. Position. Tom Blomqvist, 9 Runden hat er absolviert. 3,5 Sekunden beträgt sein Vorsprung. Und ich habe das Gefühl, Sie sind in der 10. Runde, meine Damen und Herren. Fahrer des ATS Formel 3 Cup und das mache ich jetzt noch zu Ende, denn Blomqvist ist auf der Start- und Zielgeraden. Blomqvist ist bei Start- und Ziel jetzt durch. Jetzt warten wir auf Sørensen. 3,5 Sekunden waren es gerade. Wie viel sind es jetzt? 3,6. Nein, er ist nicht näher gekommen. Er ist ein klein wenig weiter zurückgefallen. Marco Sørensen. Tom Blomqvist hat geantwortet. Es scheint so, als hätte er die Nummer im Griff da vorne an der Spitze. 3,6 Sekunden gaat Blomqvist vooraan Sørensen op de tweede positie. Van Hasseldonk op 4,9 seconden is Hannes derde, de Nederlander, onder de starter nummer 7. Dan krijgen we Pommel, 4e positie voor de 24. Stanaway blijft op die 5e positie.
Stenaway, die geen sterke zondag heeft, dames en heren, na zijn soevereine zege gisteren hier op Sint-Piesolder. Daarachter krijgen we Alon Day, de starter op 1, gevolgd door de 26, Klaus Bachla. Bachla 0 op de 8e positie, Binda op de 9e positie en de 10e positie voor de 14, Tony Albeek. Dat is de top 10, Tom Dillman, regerend kampioen in de ATS Formula Drive Cup. Dames en heren, gastoptreden voor hem in de trofeeauto, start op 50. Gaat op dit ogenblik de 11e positie rond Tom Dillman, die in zijn ATEC Mercedes rondrijdt in de trophy. Dat zijn de oude wagens van de vorige generatie, maar Tom met een gastoptreden onderweg hier in Zolder. 10 runden zijn absolviert en in deze 10e runde daar staat die eerste overrunding aan. Luca Janacone had den D-Zug aan de spitze voorbijgelassen. In diesem D-Zug daar zitten Blomqvist, Sørensen, Asseldong, Pommer, Stenaway. Das sind die 5 Erstplatzierten und die sind gerade an Luca Janacone vorbeigeflogen. Und was zeigt uns das, dass Richie Stenaway auf dem 5. Platz fährt? Es zeigt uns, wie wichtig der Start in der Formel 3 ist. Und es zeigt uns auch, wie ausgeglichen dieses Feld ist, zumindest auf den ersten 5 Plätzen. Denn Richie Stenaway findet keine Schuld vorbei, er ist ja schon zurück. Und da sieht man die Ausgeglichenheit auf den ersten. Achtung Fahrerlager, Achtung Fahrerlager. Zweiter Aufruf der ADAC Formel zum Rennen 3. Attention Paddock, Attention Paddock. Second call of ADAC Formula for Race 3. Dat is voor later in het programma. 12 minuten 30 seconden hebben we nog te rijden met de doortocht hier van Tom Blomqvist. Hier komt Sørensen van Asseldong. Pommer en Stenaway in dezelfde volgorde. Alhoewel we een mooi groepje hebben. Drietal bij elkaar met Van Asseldong, Pommer en Stenaway. Stenaway die probeert daar in de buurt te blijven. In de buurt te blijven van Pommer. Maar moet echt alles op alles zetten op dit ogenblik. Rondetijden van 1.26 voor de heren. 1.26.4 voor Stenaway is in deze ronde wel van de koplopers de snelste rondetijd. Maar nadert niet op Blomqvist, die 3,5 seconden volgt op Sørensen. Zelfs voor iemand die de Formel 3 rennen in diesem jaar schon gewonnen had, wachsen die bomen niet in de hemel. Richie Stenaway doet zich richtig schwer. Met de Startnummer 5 war er gerade mal met 2 Rädern im Dreck, der Neuseeländer, op de 5. Position. Er kan Markus Pommer im Moment niet folgen. Markus Pommer had zich een klein wenig absetzen können, während im wilden Trip die Startnummer 6 unterwegs ist. Jeroen Mühl, der muss aufpassen, dass er den Apparat nicht wieder in die Wiese feuert. Jeroen Mühl mit der Startnummer 6 auf der 8. Position im wilden Trip unterwegs, im Moment unter Druck von René Winter. Und während ich Ihnen das alles sage, meine Damen und Herren, da bereitet man sich schon vor, um die britische Nationalhymne zu spielen, denke ich. Die neuseeländische, die haben wir in diesem Jahr. Die restliche Minuten als Führender übersteht der Brite im Team Performance Racing. Wir hörten auch schon die dänische Nationalhymne, die wurde gespielt für Marco Sørensen und auch die österreichische für Klaus Bachler, die haben wir schon gehört. Aber vielleicht kommt gleich die britische hinzu. Achtung, Fahrerlager. Park Fermé der GT Masters ist aufgehoben. Bitte entfernen Sie die Fahrzeuge. Attention Paddock, Park Fermé of GT Masters is open now. Please get the cars out of Park Fermé. Ganz genau, denn da kommen gleich die Formel 3 Autos hin. Es dauert nämlich nur noch 10 Minuten, dann ist dieses Rennen hier zu Ende, der 10. Lauf zum ATS Formel 3 Cup mit dem Sieger Tom Blomqvist, Fragezeichen. Schafft er es, dieses Ding hier für sich zu entscheiden? Es sieht ganz danach aus, denn sein Vorsprung ist auf 4,1 Sekunden angewachsen. 4,1 im Moment. Also Blomqvist hat 4,1 Sekunden Vorsprung. Das könnte eine sichere Nummer für den Briten werden. Heißt Pole Position, Start gewonnen, Führung ausgebaut und jetzt fährt er souverän auf und davon. Er ist durch. Jetzt kommt Sørensen mit der 17. Zeit ist gleich geblieben. Der Abstand nämlich 4,1 Sekunden.
Het zal meer dan 4 seconden. Meer dan 4 seconden. Van Hasseldonk in de Van Amersfoort-auto op de derde positie. De start nummer 7. Homma is vierde, Stanaway op de vijfde positie. Op 7 seconden volgt Stanaway. Volgt Stanaway in de vijfde positie op de leider Blomqvist. Start nummer 11. Wir haben es schon im Trainingsbericht lesen können. Hannes van Hasseldonk ist auf einem guten Weg hier in Zoldau und er ist wirklich auf einem guten Weg, denn das wäre sein bislang bestes Ergebnis, was der Niederländer einfährt in Nachbarland, in Belgien. Nämlich er würde hier zum ersten Mal in seiner Formel-3-Karriere auf dem Siegerpodest stehen als Drittplatzierter. Hannes van Hasseldonk, vielleicht schafft er es, diesen dritten Platz nach Hause zu fahren, was mir relativ sicher erscheint, nach nur noch 8,5 Minuten vor Ende dieses Rennens ist, dass Tom Blomqvist seinen ersten Formel-3-Sieg in Zolder feiern wird im 10. Lauf zum ATS Formel-3-Cup, die ja die schnellste Formel-Rennserie ist, die Deutschland zu bieten hat, der ATS Formel-3-Cup. Er wird angeführt von Richie Stanaway, souverän in der Tabelle. Aber Richie Stanaway, er muss in diesem Rennen erkennen, dass er das Ding auch nicht nur einfach aus dem Ärmel schüttelt. So ein Formel-3-Rennen gewinnt man nicht einfach mal im Vorbeigehen. Dafür muss man eine Menge tun, dafür muss man ein gutes Auto haben und dafür muss man ein klein wenig Glück haben. Und Richie Stanaway, er wird, glaube ich, in diesem Rennen mit dem Sieg nichts mehr zu tun haben, wenn er hier geschlagen wurde. Und Richie Stanaway, er wird mit dem 5. zwar nicht zufrieden sein, denn ich kenne ihn. Er sammelt jeden Punkt und er ist ehrgeizig und er will sein großes Ziel erreichen. Das große Ziel, das heißt natürlich Formel 1. Da will er hin und dafür tut er eine Menge. Der Neuseeländer, er ist beispielsweise im vergangenen Jahr im Formel Masters gefahren und hat dann in der Nähe des Teams gewohnt, nämlich in Berlin, ist jetzt nach Hilversum gezogen in die Nähe. Ehrgeizig ist, den wird es ärgern, wenn er als Fünfter hier nur ins Ziel kommt. Aber das ist nicht schlimm. Er hat ja bereits 7-mal gewonnen in diesem Jahr. Da kann er auch dem Tom Blomqvist diesen Sieg gönnen hier. Und ich gönne ihm wirklich diesen Tom Blomqvist, denn er hat einen guten Job gemacht. Er hat heute Morgen das Training gewonnen, das Qualifying gewonnen und hat jetzt seinen Vorsprung auch weiterhin ausgebaut, obwohl er gerade in dieser Runde ein klein wenig verloren hat. Da war er nicht der Schnellste, der unterwegs war. Das war nämlich Markus Pommer in 1:26.311, derjenige, der auf der vierten Position steht. Aber das muss er auch. Pommer muss sich nähern, denn Stanaway kommt auf. Die Startnummer 5, sie kommt näher und Markus Pommer muss aufpassen auf seine vierte Position. 6 Minuten noch zu rijden, dames en heren. Verschil van 16e tussen Pommer en Stanaway. Stanaway die probeert dan nog 1 plekje te winnen in de resterende 6 minuten van deze wedstrijd. Race nummer 10 al in het kampioenschap, waarin dat Stanaway wel aan de leiding gaat. Hè, in de tussenstand om het kampioenschap. Blomqvist gaat aan de leiding in 3,7 seconden voor op Sørensen. De 11 en de 17. En Hannes van Hasseldonk, de Nederlander, die een beetje thuiswedstrijd rijdt, dames en heren. Hier in België, Hannes voor de allereerste maal op het podium in ATS Formule 3 Cup. Als, zo blijft natuurlijk, hè, in de resterende 5,5 minuut. Ik glaube, daar komt nog wat. Ik glaube, het zijn nog niet, ik weet, het zijn nog 5 minuten te fahren. En ik glaube, daar komt nog een aanbruch van Richie Stanaway. Die puntchen voor den 4. plaats, die hätte er gerne. Nämlich den Markus Pommer abgeknöpft, denn er ist dran mit der 5 hinter der 24. Da ist er so gut wie im Windschatten. Da braucht vielleicht am Ende der Start- und Zielgeraden versuchen, nach innen zu zacken, aus dem Windschatten raus, um an Markus Pommer vielleicht noch vorbeizugehen. Aber der Konter. Markus Pommer hat jetzt gerade mal wieder eine Waage. Richie Stanaway also mit der Startnummer 5. Markus Pommer weiß, was die Stunde geschlagen hat. Jetzt sind sie auf dem Weg zur Villeneuve-Schikane. Er weiß, was die Stunde geschlagen hat und er weiß, mache ich nur den klitzekleinsten Fehler, dann hat der Stanaway mich erwischt. Da wartet der nur drauf, der Neuseeländer. Schauen Sie mal, wie eng das ist. Schauen Sie mal, in welchem Drift der Stanaway um die Ecke kommt. Also er will diesen Punkt. Man sieht, der ist mit Kragenweite 43 unterwegs, obwohl er normalerweise höchstens 38 trägt. Also Richie Stanaway, er will nach vorne. 4 Minuten hat er noch, da kommt der Angriff. Hat nicht geklappt. Markus Pommer macht die Tür zu, wirft die Tür zu.
vor Start und Ziel, vom Einbiegen der Start- und Zielgerade. Also Richie Stanaway, er ist derjenige, der jetzt hier die Base macht und er versucht, Markus Pommer madig zu machen auf dieser vierten Position. Er versucht nochmal sein letztes aus dem Auto rauszuquetschen, dass er tatsächlich noch diesen vierten Platz erreichen wird. Ah, mooi hoor, dames en heren, het gevecht tussen Pommer en Stanaway, de 24 en de 5. Waar het in deze ronde weer wat tijdverlies is voor Stanaway, die netjes achter de onderde vleugel van Pommer kwam aan de rea. Het medische centrum probeerde voorbij te gaan, maar moest daar passen. Ging een beetje aan het driften. Auto natuurlijk wat glibberen en glijden op de banden die veel geleden hebben op deze tiende wedstrijd van het seizoen. Yokohama's. En daarmee is Stanaway opnieuw op achtervolgen aangewezen. En dat allemaal achter Hannes. Hannes van Asseldonk op de Blomqvist führt mit 3,7 Sekunden vor. 3 Minuten sind noch zu fahren in diesem Rennen. Dann wird abgewinkt. Blomqvist ist vorne mit 3,7 Sekunden Vorsprung. Achtung, Fahrerlager, dritter Aufruf der ADAC-Formel zum Rennen 3. Attention Paddock, third call of ADAC Formula for Race 3. So, das war dann der dritte Pflichtaufruf und ich habe die Pflicht, Ihnen zu sagen, dass Markus Pommer den vierten Platz behaupten wird, so glaube ich. 2 Minuten 30 Sekunden. Er hat schwer gekämpft mit Richie Stanaway und er hat sich behauptet, Markus Pommer in seinem dritten Jahr im ATS Formel 3 Cup, erstes Jahr da.